Wir haben jetzt ein wunderbares Lied gehört, wir werden später dann noch einmal eines hören. Jetzt meine Frage, um was geht es da eigentlich? In den Liedern? Nein, überhaupt in der Aktion. Wir machen am Montag ein Konzert, das heißt Mistcast, Fehlbesetzung gibt es nicht, und wir beschäftigen uns mit der Thematik, kann wirklich jeder alles spielen auf der Bühne? Gibt es wirklich Fehlbesetzungen? Wie sind unsere Sehgewohnheiten und kann man die auch brechen? Das heißt, Fehlbesetzungen bezogen auf Geschlechterrolle? Genau. Natürlich, es gibt immer Fehlbesetzungen. Aber wir versuchen halt zu sagen, dass eine Fehlbesetzung dann stattfindet, wenn ich aus handwerklichen Gründen die Rolle nicht spielen kann. Also es passt stimmlich nicht, gesanglich nicht oder darstellerisch nicht, tänzerisch nicht. Aber ist es möglich, dass eine Frau Graf von Krolok spielt, okay, bei Tanzvampire, oder eine POC-Frau, eine Kaiserin Elisabeth? Was im deutschsprachigen Raum ja eigentlich noch gar nicht passiert. Wenn wir jetzt rüber gucken nach Japan zum Beispiel oder nach Korea, da gibt es eine ganze Theaterkultur, wo nur Frauen die ganzen großen Wiener Musical-Hits spielen. Ja, ja. Das ist jetzt einmal, die Show ist geplant jetzt einmal im Theatercenter Forum. Soll dann das Ganze weitergehen? Wir hoffen sehr. Also das ist der Plan. Wir hatten 2021 ein Online-Konzert, zwei haben wir gemacht, und die liefen relativ gut erfolgreich ab, und jetzt ist es das erste Mal auf der Bühne und wir hoffen, es auch nach Deutschland zu bringen und vielleicht nochmal nach Österreich, also so ein bisschen auf Tour damit zu gehen. Jetzt zum Mann mit den flinkesten Fingern Österreichs. Wo ist die Herausforderung? Danke für die Schmeichelei. Die Herausforderung ist, dass ich erstens einmal nur einen einzigen Probennachmittag zur Verfügung, okay, habe, weil die Leute gar nicht so schnell auf einen Haufen zusammenkommen. Das muss am Aufführungstag sein. Ich viele der Leute gar nicht kenne, noch nicht kenne, also quasi auf der Bühne kennenlerne, ja, und auch viele der Songs nicht kenne und schon gar nicht in dem Kontext. Das heißt, es sind viele Songs, die man natürlich anders kennt. I Don't Know How to Love Him, ganz klar. Aber wenn das dann plötzlich ein Mann singt, dann hat das schon erzählt das schon eine andere Geschichte. Und meine Herausforderung ist natürlich, den Leuten, die auf der Bühne stehen, den größtmöglichen Support zu geben. Mein Beruf, das ist meine Berufung. Und trotzdem auch, also ein Teil dieser Geschichte zu sein und nicht nur zu funktionieren und zu überleben, wie ich immer sage. Das war jetzt das Schlagwort, Teil dieser Geschichte. Mhm. Ist es eine Geschichte? Der Abend? Ja. Also er hat jetzt keinen roten Faden in sich. Wir erzählen jetzt keine Geschichte. Aber wir wollen so ein bisschen gucken, kann das funktionieren? Man kann ja sein Publikum erziehen. Das wird ja seit Jahrhunderten sogar, ist ja so. Es wird ja seit Jahrhunderten das Publikum erzogen. Kann man es nicht auch ein bisschen umerziehen? Kann man nicht sagen, jetzt gerade diese Gender-Debatte mit non-binary people und Trans-Menschen, kann man nicht gucken, dass die auch im Musical-Business ein bisschen mehr Sichtbarkeit erhalten, dass man nicht schauen kann, ja, vielleicht kann ja doch Graf von Krolok vor eine Frau sein. Ne? Also das wollen wir so ein bisschen mal ausprobieren. Wobei ja in der Operettenszene oder Operettendings gibt es ja diese typischen Hosenrollen, und das schon sehr lange. Das stimmt. Aber das Musical ist sehr binär. Es ist sehr schubladisiert. Ist das ein Wort? Ich weiß gar nicht, ist das ein Wort? Nein. Wenn nicht, dann habe ich es jetzt erfunden. Es denkt sehr an Schubladen. Und die sollte man wirklich dringend aufbrechen. Es ist ein Querschnitt von Filmmusik, Musicalmusik. Musicalfilmen, also nicht Filmmusik, sondern Musicalfilme, wie jetzt auch, was wir gehört haben, Matilda.
der jetzt auf Netflix ist, oder auch Burlesque mit Cher und Christina Aguilera. Also wir mischen durch. Jesus Christ, Superstar ist dabei und 101 Dalmatiner, wir haben auch Disney-Sachen dabei. Also die großen Hits, Elisabeth ist auch dabei. Man darf sich freuen auf die großen Klassiker. Na, wunderbar. Und wie viele Leute werden auftreten? Wie viele Künstler? Oder Künstlerinnen? Wir sind 13 Leute. Wow. Ja, also wir sind eine ganze Menge. Mhm. Aber es wird schön, es ist sehr abwechslungsreich. Und man kann es noch besuchen? Es gibt noch Karten? Es gibt noch Karten, auf jeden Fall. Im Theatercenter Forum. Ja, unbedingt, es zahlt sich auf jeden Fall aus, dorthin zu schauen. Allein das, was wir jetzt gehört haben, ist schon allein ein Grund, dass man dorthin geht. Wir werden das natürlich einblenden. Und ich sage euch recht herzlichen Dank. Wir freuen uns, wir werden natürlich auch vorbeikommen und freuen uns schon, wenn wir diese Show sehen. Dankeschön. Danke vielmals. Danke. You may not be guilty, but you're ready to confess. Tell me what you want. Welcome to Burlesque. You can dream of Coco, but do it at your risk. Behave yourself, says Georgia, but not your every wish. So cool and statuesque. Behave yourself, says Georgia. Welcome to Burlesque. Jetzt habe ich den Produktionsleiter und Mitautor, kann man sagen, des Stückes. Wir brauchen noch ein paar Einzelheiten. Ja, also Miskas ist jetzt kein Stück, aber es ist ein Programm, eine Revue aus verschiedensten Elementen, etwas, was es am Off-Broadway eigentlich schon sehr lange gibt. Das ist eigentlich ganz üblich, dass diese Geschichte Männer singen Frauensongs und umgekehrt. Und wir erweitern es ein bisschen auch auf das Thema hin, Fehlbesetzung gibt es nicht, weil es ja nicht nur die Geschlechteridentität bespricht, sondern auch eben andere Dinge geben kann, und das werden wir nicht nur bei diesem Konzert, sondern auch bei anderen dann auf jeden Fall machen. Wir haben aber für den ganzen Abend viele tolle Gäste, aber wir haben nicht nur Solisten und Solistinnen, sondern wir haben auch Duette. Wir haben das schöne Duo Mucha mal zwei aus Maria und Johanna Mucha, als jetzt bekannt, die aber natürlich auch dem Abend entsprechend dann ein Männerduett singen werden. Mhm. Und wir haben Kraner hoch drei, auch nicht unbekannt. Gernot Kanner wird ja gleichzeitig mit Nick der Co-Host des Abends sein, aber Bruder Reinwald und Nichte Stella Kraner, mit denen er sonst immer gemeinsam dieses Programm macht und er ist ja dann auch wieder in Vindobona mit dem Jesus Christ Programm sein wird, erstmals quasi Kraner hoch drei andersrum. Das heißt mit einem Terzett, das sonst andersherum gespielt wird. Also auch diese Möglichkeit oder diese Möglichkeit haben wir hier im Programm drinnen. Und natürlich sonst sehr viele unterschiedliche Solistinnen und Solisten, nicht nur aus Wien, sondern auch aus Deutschland. Zwei davon spielen jetzt gerade noch in Nürnberg am Staatstheater Hairspray im Augenblick und kommen dann am Montag angefahren. Also wir haben wirklich sehr unterschiedliche Gästinnen und Gäste sozusagen dabei. Und noch einmal zum besseren Verständnis, das für unser Publikum. Wir haben heute Samstag, morgen ist Sonntag und am Montag geht's los. Das heißt, um einfach zu zeigen, wie knapp das jetzt ist. Genau. Aber wie gesagt, es gibt noch Karten und unbedingt anschauen, es zahlt sich aus. Also das, was wir jetzt schon gehört haben, ist spitze, und bei den Leuten, was wir gehört haben, was kommen, einfach vorbeischauen. Danke. Es riecht hier nach Aufstand, es riecht nach Protest. Es riecht nach allgemeiner Bosheit, ein Anflug von Aufruhr, ein Quäntchen von Putsch, ein Hauch von Anarchie und Hoheit. Wenn sie bis zum Kollaps sprinten, denken sie nicht mehr an Finten. Drakonische Disziplin ist stets die beste Medizin.